Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Heute möchte ich euch ein leckeres und auch schnelles Reisgericht mit Kichererbsen vorstellen. Auf Urdu oder Hindi heißt dieses Chana Blau. Zunächst habe ich den 500 Gramm Reis gründlich gewaschen und in Wasser eingeweicht für mindestens eine halbe Stunde. Das hilft uns später, die Kochzeit vom Reis deutlich zu verkürzen. Wie viel Reis ich verwende, messe ich immer mit einem Becher ab. So weiß ich immer, wie viel Wasser ich beim Kochen verwenden muss. Nun, ich beginne damit, eine mittelgroße Zwiebel fein zu schneiden und brate dieses in einem Topf oder größere Pfanne mit etwas Öl schon dunkelbraun an. Anschließend gebe ich eine Knoblauch-Ingwer-Paste hinzu, die ich für lediglich 30 Sekunden mitbraten werde. Diese Paste habe ich aus zwei Knoblauchzehen und einem kleinen Stück Ingwer erstellt, im Mixer zuvor angemischt. Jetzt gebe ich den Kreuzkümmel hinzu und brate diesen mit an. An dieser Stelle habe ich meinen Herd auf die niedrigste Stufe geschaltet. Ich habe nun auch eine Tomate, eine mittelgroße Tomate und zwei scharfe Chilischoten dazugegeben. Mögt ihr es nicht so scharf, dann ersetzt die scharfen Chilischoten durch nicht scharfe. Traditionell wird das Chana Blau mit vielen weiteren Gewürzen zubereitet. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch für dieses eine Gericht unendlich viele Gewürze kauft. Deshalb nutze ich hier eine fertige Gewürzmischung. Diese bekommt ihr auch im pakistanischen oder indischen Geschäft. Also habe ich hier zwei gehöfte Esslöffel vom Chicken Biryani Masala genutzt. Diese Gewürze brate ich auch mit an. Nur ein paar Sekunden. Anschließend gebe ich die Kichererbsen hinzu. Ich verwende heute Kichererbsen aus der Dose. Und ich habe etwas weniger Kichererbsen als Reis genommen. Ihr könnt die Kichererbsenmenge aber eurem Geschmack anpassen. Für mehr Geschmack habe ich 2 Esslöffel Tamarindsoße dazu gegeben. Hier könnt ihr eine Tamarindsoße eurer Wahl benutzen. Jetzt gebe ich ca. 100 ml Wasser in den Topf und lasse das bei mittlerer Hitze so lange köcheln, bis keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist und auch die Tomatenstücke komplett verkocht sind. Salz darf auch nicht fehlen. Und jetzt überdecke ich das Ganze mit Wasser. Hier ist es wirklich wichtig, dass ihr die Wassermenge genau wählt. Die Wassermenge passt ihr eurer Reismenge an. Wenn ich den Reis sofort eingeweicht habe, dann nutze ich etwas weniger als doppelt so viel Wasser wie Reis. Und wenn ich den Reis sofort nicht eingeweicht habe, dann nutze ich doppelt so viel Wasser wie Reis. Das Wasser lassen wir nun aufkochen. Und eine wichtige Sache, dass wir werden den Reis 2 Minuten im Voraus sieben. Und wenn das Wasser anfängt zu kochen, fügen wir den Reis hinzu und kochen wir den Reis so lange, bis das Wasser komplett verkocht ist. Reiskochen muss auch gelernt sein und hier gilt auch wie immer, dass Übung den Meister macht. Ganz wichtig ist es, dass ihr beim Reiskochen nicht ständig den Reis umrührt, weil dieser sonst kaputt geht. Ab und an könnt ihr nachschauen, wie viel Wasser noch im Topf übrig ist und eure Herdstufe dann anpassen. Wenn die Flüssigkeit komplett verkocht ist, schaltet ihr den Herd auf die niedrigste Stufe. Lege eine Metallgitter unter den Topf und lasse den Reis bei weiteren 10 Minuten nochmal durchziehen.
Dieses Reisgericht könnt ihr so genießen oder aber auch mit einem Gurkensalat. Das Rezept findet ihr auch auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, weil das motiviert mich sehr. Und schau doch gerne auf meinem Kanal vorbei. Bis dahin, liebe Grüße, Koch mit Sultana.